In diesen turbulenten und komplexen Zeiten geht es gar nicht anders, als sich für das Wissen zu entscheiden. Und das heißt, Wissenschaft und Forschung zu stärken. Denn nur sie können uns helfen, die großen Herausforderungen unserer Zeit zu lösen und zu bewältigen. Die Klimakrise, die Biodiversitätskrise, viele gesellschaftliche Konflikte und natürlich auch die Pandemiekrise. Daher freut mich so sehr, dass so viele Menschen zuversichtlich sind, dass Wissenschaft uns hilft. Und deshalb gebührt der Wissenschaft viel Vertrauensvorschuss und eben auch Wissenschaftsfreiheit in Verantwortung, hierzulande und weltweit, wo Wissenschaft immer mehr bedroht wird. Und ich wünsche mir, dass Wissenschaft weltweit sich dem Leitbild der Klimaneutralität noch mehr verschreibt, damit wir auch gemeinschaftlich unsere Globus retten können.